Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Le Tout de France mit und von Salando 7 Games. Und diesmal geht es bei dieser sechsten Etappe nach Troyes. Von Vesoul nach Troyes. Ein sehr, ja, ich würde mal sagen, relativ überschaubare Etappe mit drei Bergwertungen. Da werden wir versuchen, den Buchmann dran zu bekommen. Man sieht kurz vorm Sprint, Massensprint am Ende, zwischendurch gibt es auch nochmal eine Sprintwertung für Sagan und kurz vorm Endsprint gibt es nochmal Windböen, wo man auch aufpassen muss. Wir gucken mal, was unten rechts steht hier. Favoriten, Massensprint dürfte entscheidend sein. Letzter Teil der Strecke wird für einen starken Wind heimgesucht, der das Feld auseinanderreißen könnte. Bleiben Sie an der Spitze, also da müssen wir uns vorne positionieren mit Sagan. Flachen Etappen sind und sagen uns die Top 5. Ja, dann probieren wir auch mal, ob wir das auch erreichen können. Also, ganz klar, Maika kann sich entspannen. Es geht hier höchstwahrscheinlich nicht um die Gesamtwertung. Dem Buchmann versuchen wir ein paar Bergpunkte zu erzielen. Weil wir waren ja auch am überlegen, ob wir den Buchmann vielleicht aufs weiße Trikot ziehen und den Konrad aufs Bergtrikot. Schauen wir uns nochmal an. Wie sind sie denn drauf? Der Buchmann hat eine mittlere Tagesform, aber nicht mehr so viel Energie. Konrad hat auch nicht mehr so viel Energie. Ja, ich würde vorschlagen, wir probieren. Ja, das Problem ist durch die, es kann natürlich sein, weil er halt im weißen Trikot auch dadurch eventuell nach vorne kommen kann, bei Ausreißergruppen, kann es halt sein, dass dort dann die Nachführarbeit deutlich verstärkt wird von dem aktuell Führenden im weißen Trikot. Deswegen würde ich schon fast zu Konrad tendieren. Ich glaube, wir probieren es einfach mal mit Konrad und mal schauen, wie weit wir kommen. Los geht's. Greetings, ladies and gentlemen. The sprinters will certainly have dissected and analyzed the route in order to work out the scenario for this stage, but they'd better beware. Und da haben wir den Sagan in grün gesehen. Und das müssen wir uns am besten schon irgendwie weit nach vorne positionieren. Na, hier ist wieder alles zu, alles eng, aber ich versuche mich hier irgendwie durchzumogeln. Ich nach vorne komme hier. Ah. Komm, Junge. Dann gehen schon die ersten raus. Ich würde auch gerne mit rausziehen hier. So, jetzt kann ich auch mit rausziehen. Am, 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 am. Komm, zieh an, Junge, zieh an. Wir müssen ihn da vorne noch kriegen. Wow. Wartet mal. Wartet, Leute. One minute for the breakaway. It's looking good. Jetzt müssen wir jetzt schon was essen, damit wir hier da vorne mal drankommen an die beiden. Noch mal kurz warten können. Ach, Leute. Chillt doch mal die Basis da vorne. Was ist mit dem hier? Überhol mal, Junge. Sollen wir mal was tun hier? Mal schauen, ob wir da noch dran kommen. 30 Sekunden haben wir jetzt Rückstand. Mensch. Oh. Die Ausreißer stellen eine Gefahr dar. Schauen wir einmal kurz nach, wer denn genau. Also die haben 7 Minuten 50, 6 Minuten 40. Meint er mich damit mit 4 Minuten? Das ist doch keine Gefahr. Leute, Leute. Geben wir nochmal Gas. Is a solid rider in the mountains and on the flat. Perfect to support a leader.
ein bisschen Essen zu uns, damit wir da dran kommen. He likes to climb at his own pace. He doesn't handle accelerations very well, but on the flat, once on his way, he's a big ruler. Jetzt kommen wir hoffentlich an die drei da dran. So. Da sind wir dran. Wird auch mal Zeit hier. So, jetzt hat sich eine schöne Fünfergruppe gebildet hier. Mit Vichou, Clement und auch Roux und Degant. Also eine schöne Fünfergruppe. Wir natürlich versuchen werden, hier nochmal ein paar Bergpunkte abzugreifen. Für mich ist natürlich der Vorsprung nicht so wichtig. Wichtig ist eher, dass wir die nächsten Punkte hier holen. So, das jetzt sieht es gut aus. Daher sage ich mal, spulen wir mal ein bisschen vor hier. Ungefähr in dem Bereich. 17 Kilometer. He has ambitions for the polka dot jersey. You're the best placed on the overall standings in the breakaway. At the front, you're the best placed for the green jersey. Ich glaube, theoretisch sind wir jetzt sogar mit 5 Minuten Vorsprung im gelben Trikot. Unglaublich! Theoretisch sind wir jetzt im gelben Trikot mit Konrad. Aber das wird natürlich nicht bis zum Ende reichen. So, wir sagen jetzt hier nicht mit Gegnern kooperieren. Machen aber noch mal einen kleinen Sprung nach vorne, sagen wir mal 8 Kilometer vom Ziel. Jetzt sind es noch circa 8 Kilometer. Noch sieht es ruhig aus. Ich glaube, wir gehen dann bis kurz vor die Steigung hier. 5 Kilometer können wir nochmal nach vorne heizen. So, jetzt wird spannend. Jetzt müssen wir gleich rausbrechen und uns auf jeden Fall den einen Punkt sichern. Und das dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Nach 4,4 Kilometer. Man auch eine Geschwindigkeit sehen kann. Der gelbe Bereich unten rechts. Das Tempo ist momentan raus. Auch hier vorne wird nicht auf Vollgas gefahren. Oh, da kommen die Zuschauer! Passt auf hier! Wahnsinn! Hänge mich einfach mal an einen anderen dran. Wie gesagt, dass wir schnell fahren, ist für mich nicht wichtig. Dass wir den Vorsprung ausbauen, ist für mich auch nicht wichtig. Das Einzige, was für mich wichtig ist, dass ich oben als Erster ankomme und den einen Punkt mitnehmen kann. Nur 1,8 Kilometer. Jetzt müssen wir hier Gas geben. Ja, damit sicher wir auch als Erster ankommen, nochmal hier ein bisschen verpflegt. Ja, oben sind wir dran und haben den einen Punkt geholt. Sehr gut. Uns einfach hier wieder dranhängen und können das Szenario im Prinzip auch wieder vorspulen. Jetzt passiert nichts Spannendes. Sprint ist eigentlich auch uninteressant. Oh. Da wir, wie gesagt, zu 5 sind,
Und für die Spitzengruppe ist es halt uninteressant. Natürlich werden wir kurz vorher nochmal dann rüber wechseln auf Peter Sagan und versuchen dann mit Sagan noch die restlichen Punkte zu holen. Aber wie gesagt, für die Spitzengruppe ist das total uninteressant. Das Einzige, was wir gleich machen werden, wir werden gleich noch die Verpflegung nehmen, denn es gibt gleich eine Verpflegungsstation, dann bekommen wir eh neue. Von daher kann man hier sich auch noch schön verpflegen. Und die blaue ein bisschen nehmen. Ach, ist ja schon voll schade. Okay, dann spulen wir wieder vor, beziehungsweise wechseln jetzt schon auf Sagan. Mal rüber. Und spulen dann mit ihm vor. 4 Kilometer vom Ziel. Dann wird es spannend. Genau, Angriff in der Spitzengruppe. Wir machen hier einen Angriff. Vielleicht ganz vorne in der Spitzengruppe. Die interessiert mich aber nicht. Interessiert das hier. Da sind wir noch gut dabei. Das sind auch nur 6 Kilometer. So, noch 4,7. Wie man sehen kann, ist das Tempo nicht sehr hoch. Alle gehen es noch relativ locker an. Sind ja noch 3,7 Kilometer, es geht um 10 Punkte. Die wollen wir uns natürlich schnappen. Mhm. 2,8 Kilometer. Mal circa 2 Kilometer. Vorm Ende wird es richtig spannend. Aber Sagan sieht gut aus. Die Werte sehen gut aus. Hier nochmal eine eklige Kurve. Dann ziehen sie raus. Ich wusste es. Ich versuche im Windschatten zu bleiben. Ein bisschen Energie zu sparen. Und jetzt können wir rausbrechen. Jetzt brechen wir raus. Wir brechen raus und holen uns die Sprintwertung. Sehr gut gefahren. Sehr, sehr gut gefahren. Ausgezeichnet. Und auch hier holen wir uns die Punkte. Wunderbar. Dann können wir auch direkt einmal rüberschalten zum Konrad. Und hier auch weiterspulen zur dritten, zum nächsten Berg, wo es glaube ich 2 Punkte gibt. Der wird natürlich viel wichtiger sein. Aber wir sind zurückgefallen, sehe ich gerade. Das kann ja nicht sein. Konrad, was hast du denn gemacht? Ach Junge, kannst du nicht zurückfallen? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Das war wahrscheinlich gerade eben der Angriff aus der Spitzengruppe, als wir mit Sagan unterwegs waren. Ja. Dann hat sich das erledigt. Die drei holen sich alle Punkte, alle Bergpunkte ab. Nachher wird für Konrad nicht mehr viel dabei sein. Aber nun gut, kann er sich erholen jetzt. Wir können im Prinzip auch schon fast ganz nach vorne spulen. Ja, die Frage ist, ob mal die noch eingeholt werden hier. 3 Minuten 11. Ah, wird eng. Könnte aber klappen. Spulen einfach noch mal ein bisschen vor. Ja, ein bisschen vor die Windkante. Ja, 2 Kilometer bis vor die Windkante. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, nur noch 2 Minuten Vorsprung. Das könnte passen, dass wir die noch einholen vom Zielort. Ja, das sieht gut aus, 1,30.
Wir müssen. Oh, falscher Knopf. Wir müssen einmal den Fahrer wechseln. So. Eigentlich wollte ich. Wo ist denn der? Bennett ist sehr gut in Form. Der kann hier den Sagan schützen. Warte, Bennett! Warte! Was kann man da hinten oder hin? Last time checked with a breakaway. 1 minute. Zieht denn der so weit nach vorne, Bennett? Los mit dir. Was eingestellt, dass er hier Gas geben soll? Mich doch nur schützen. Okay, I'll follow any attack. Oh. Es ist gut, dass wir vorne bleiben, aber wir müssen nicht ganz vorne fahren, Bennett. Bennett, bleib doch mal locker! Junge. Alles gut. Ja, schon wieder. Bleib doch mal locker, Junge. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Ach, Bennett. Bleib mal locker, Junge. Oh, da haben wir den im gelben Trikot. Dumoulin ist vor uns. 36 Sekunden. Das könnte nur eng werden. Man muss das Team jetzt mal hier richtig. Wir müssen mal einstellen hier. Sprintversagen vorbereiten. Versagen schützen. Okay, I'm coming to protect you. Sollte mich nur protecten, nicht hier den Sprint anziehen. Mensch. Zehn Kilometer noch und noch 36 Sekunden. Ah, 27 Sekunden noch. Das könnte noch eine enge Nummer werden. Was nehmen die dann jetzt raus hier? Achso, es geht berghoch leicht. Ich dachte schon.
Nur noch 20 Sekunden, 5 Kilometer, aber ich glaube jetzt hat der Gas gemacht. Bennett, jetzt kannst du mich gerne nach vorne fahren. Dankeschön. So, da holen wir die auch ein. Na ja, 2 Kilometer. Kann man eigentlich Bennett auch den Sprint vorbereiten jetzt? 1,5 Kilometer. Ah, sehr gut, das sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Boah, scheiße, das Ziel ist ja schon da vorne. Boah, ich dachte, das Ziel wäre noch ein bisschen weiter weg. Eieieiei, da habe ich mich aber total verschätzt jetzt. Verdammt. Da habe ich mich total verschätzt. Ich dachte, das Ziel wäre noch ein bisschen weiter weg. Mann, da bin ich viel zu spät rausgegangen. Viel zu spät. Naja, aber so ist das halt. Man lernt halt natürlich auch aus seinen Fehlern. Immerhin haben wir unser grünes Trikot verteidigt. Schauen jetzt mal auf, wer überhaupt das Rennen gewonnen hat. Das habe ich auch noch gar nicht mitbekommen. Michael Matthews hat es wohl gewonnen vor Buani und Cavendish. Und an vierter Stelle sind dann wir. Immerhin Top 5 Platzierung, aber wäre natürlich mehr drin gewesen. Aber Matthews war auch in einer super Tagesform. Also das wäre dann, selbst dann wäre es nicht einfach gewesen, ihn zu besiegen. Konrad hat einen Punkt immerhin geholt, Vichot hat 2 Punkte geholt. Matthews hat auf der Etappe insgesamt 50 Punkte fürs grüne Trikot geholt, wie 28. Beim Rest hat sich auch nicht viel getan. Wir schauen jetzt mal auf die Gesamtwertung. Weiterhin Maika auf Platz 7. Bergwertung ist Konrad jetzt mit 3 Punkten ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Auch noch relativ weit hinten, beziehungsweise halt noch nicht so, dass man sagen kann, jetzt hat er einen Vorsprung, aber gab ja auch noch nicht viele Berge. In der grünen Wertung, in der Punktewertung, haben wir noch einen vernünftigen Vorsprung von 40 Punkten auf Gavirik. Und ja, der Matthews, der 50 Punkte geholt hat, hatte vorher gerade mal 7 Punkte, von daher ist das nicht so schlimm. Im weißen Trikot haben wir Jungelt vor Yates und bei dem Rest hat sich im Prinzip auch nichts getan. Und ja, das war die 6. Etappe. Leider hat es nicht zum Etappensieg gereicht, aber wir konnten unser Vorsprung, glaube ich, sogar ein bisschen ausbauen im grünen Trikot. Und ja, dann sehen wir uns, beziehungsweise schauen wir uns nochmal die Regenerationspunkte an. Ja, bei vielen wieder voll, nur Konrad ist jetzt natürlich angeschlagen durch den Ausreißversuch. Das war vielleicht nicht so clever. Das hätte man vielleicht, beziehungsweise wenn man schon macht, hätte man auch die anderen beiden Berge mitnehmen müssen. Aber nur für den ersten Berg so viel Power zu lassen, das war nicht gerade eben das Intelligenteste. Aber gut, wie gesagt, auch da lernt man wieder und dann sehen wir uns in der nächsten Etappe und in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.